hässlich aus. Genau, ey. Was denn? Das hab ich wissen, wie oft ich das damals gezockt habe. Hässlich aus, genau. Es bleibt alles hängen, ne? Alter, ich hasse es, genau. Bist du nur neidisch? Das muss ich ja nicht so öffentlich zeigen, ne? Ganz ruhig. Ja. Ja, genau. Blume vergisst er auch noch. Hauptsache, wir haben das Ding. Ja. Viel Spaß. Let's go. Ja, das wird ich mir überlegen. Das. Ich habe eine erneute SMS. So, dann mach ich halt den roten Tempel. Tempel vor allen Dingen. Ja, Feuertempel. Das war knapp. Da bin schon erledigt. Naja, du mich auch. Ich glaube, wir machen noch den Vanilla-Dom, machen wir jetzt noch den Vanilla-Dom. Und dann machen wir erstmal Aufnahmepäuschen. Macht's. Ja, bitte schön. Ja. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Spiel wird es nicht in HD geben. Sehe ich auch gar nicht ein, das in HD zu machen. Wäre auch sinnlos beim Gameboy-Spiel. Ja, weil bringt irgendwo überhaupt nichts. Vielleicht sind die Pixel dann noch klarer, kannst du Pixel noch besser zählen als vorher. Ja. Aber mehr wird da auch nicht bei rumkommen. Ja, ich mach wieder einen Abstecher. Weil ich will den Vanilla-Dom fertig machen. Naja, der ist ja noch nicht fertig. Da fehlen ja noch ein paar Level, Ben. Ja. Ich will's doch nur richtig machen. Machst es immer falsch. Scheißegal, was du machst. Du bist richtig nett. Oh. Ich hab dich auch lieb, Ben. Ich hab dich sowas von lieb. Mal. Tada! Ich laufe sogar noch für dich zurück. Siehst du, wie sozial ich bin? Ich bitte dich drum. Bitte schön. Alter, hast voll die warmen Pfosten, ist das eigentlich? Ich bin halt ein heißer Kerl. Eine warme Type. Das bist du. Das ist mir neu. Dafür mag ich viel zu sehr Brüste. Ich glaube, hier war irgendwie was, ne? Konzentration ist, wenn man... Oh, Titten! Sag mal, würdest du mal bitte... Luigi, Mensch, Junge, sei doch mal für das gut. Okay. Dann freut man sich über diesen Regen. Eigentlich müsste Luigi, müsste ganz gut klarkommen, weil er kennt sich ja aus mit Geistern. Stimmt, Luigi's Mansion. Ja. Hab ich ja auch Let's Played, ne? Weiß ich. Würde ich gerne nochmal Let's Playen, aber grabbertechnisch fehlt es da ein bisschen. Ja, ich dachte, die trifft mich nicht, wenn ich mich da abducke. Als ich damals Luigi's Mansion gezockt habe, habe ich es irgendwie nie geschafft, zu Bowser zu kommen. Nicht? Nein, ich habe es nie geschafft. Mir hat irgendwas gefehlt und ich kam einfach nicht weiter. Dann solltest du mal mein Let's Play schauen.
Was, wenn ich es alleine rauskriegen will? Das hast du nicht alleine rauszukriegen. Na doch. Nein. Doch. Du kannst jetzt so lange diskutieren, wie du willst. Du gewinnst nicht. Oh mein Gott. Halt, stopp! Nein. Erst brauche ich meinen Kaffee. Nachdem ich mich aber auch nicht beruhige. Oh nee. Yeah, wie ich mich freue. Ja? Ja, total. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als das hier. Siehst du? Also, habe ich zu viel gesagt? Oh, du hast recht, es gibt echt zu viele Leben hier. Gell? Weil wir sind schon so oft gestorben und unsere Leben werden trotzdem immer mehr. Ja, eben. Du brauchst ja echt nicht mit Leben sparen. Nee. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war. Da hast du dann sogar noch für abgeschlossene Aufgaben oder so Leben bekommen. Ich glaube, das war Super Mario World 2. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja doch, das war Super Mario World 2. Da hast du für abgeschlossene Aufgaben mal eben so 3 Leben bekommen. Wenn du das Level gut abgeschlossen hast oder so, auf der Game Boy Advance Version. Stimmt. Hast du eben mal so 3 Leben. Blumen. Ja. Wenn du die Blumen zum Beispiel eingesammelt hast, alle, du hast ein Leben bekommen. Wie hier mit den Yoshi-Münzen. Richtig. Dann gab es ja noch die roten Münzen. Und all den Mist. Nein. Das musst du mitnehmen. Ansonsten sieht sie vielleicht düster aus. Auch ein Weg hier bei Super Mario World, dass du nur ein paar Level machen musst und bist gleich bei Bowser. Ja, ja. Gibt's auch. Über die Sternwelt. Ja, ja, genau. Hm. Wieso mache ich das eigentlich? Mann. Sag's mir. Ich würde es dir gern sagen. Scheiße, Checkpoint, ey. Hauptsache mit dem Level fertig. Ja. Wenn es nicht fertig wird, naja. Stefan ist ja noch als nächstes dran. Wie vorhin. Aber ich hab doch Stefan dabei, der kann schleppen. Richtig. Ja, ja. Vorhin beim Einkaufen. Der kann doch schleppen. Der Vorsichtige und ich bin der, der immer durchbrecht. Ich glaube, deshalb komme ich besser mit Luigi klar. Oh, weißt du, was ich ewig nicht mehr gezockt habe? Nee. Tony Hawk. Frage ich mich gerade, welches das Beste war. Ja. Fehler sieht das hier in dem Level echt bescheiden aus. Bullet Bills! Yay! Yay! Ja, jetzt! Jetzt geht rund, jetzt skillt er hier ab. Oh ja, das tue ich. Pass auf. Brauchen wir noch eine Blume? Hä? Nein. Ist eine Feder. So, die will ich aber loswerden. Nein! Ja, ja, ja. Darf ich nochmal? Mach doch. Wie kleines Kind. Nochmal! So, pass auf. Jetzt zeige ich es dir wirklich. Jetzt habe ich keine Feder zur Hand oder so. Auf geht's.
Das ist dann wieder der Vorteil daran, dass man das hier manuell wechseln muss. Man kann beliebig oft, kann einer hintereinander spielen. Das stimmt. Ach, scheiße, das Ding. Alles geplant. Ja. Das ist genauso wie bei mir mit Minecraft, wenn ich da mit einer halb kaputten Spitzhacke in die Höhle gehe. Ja, super, das ist natürlich auch alles geplant. Ach, jetzt darf ich. Na. Weil ich dich so lieb hab. Außerdem brauchst du auch mal was zu tun. Lol. Du Let's Plays mir zu wenig. Oh nee, ich nehme nur zigtausend Projekte schon fast komplett fertig auf. Jeder erste Part rauskommt. Das ist zu wenig. Das ist eindeutig zu wenig. Ich glaube, wenn ein Projekt neu rauskommt, muss ich die nächsten zwei plus das eine noch schon fertig haben. Ja. Ja, eins ist gerade am Hochladen, ein komplettes Projekt. Das andere ist gerade fertig geworden und zwei hast du noch auf Lager. So viel muss es sein. Aber das komplette Projekt ist gleich am Hochladen. Ja. In einem Part. Was? In einem Part. Schon komplett durchgeplant, wann sie kommen. Oh, Hälfte. Ja, die hast du ja vorhin geholt. Weil ich es einfach nur drauf habe. Scheißdreck hast du. Am Arsch! Nicht mein Rechner hat er. Doch, bald. Diskriminier mich nicht. Hackdwo. Glaub ja nicht, wer du bist. Also bin ich nicht Ben? Nein. Okay, wer bin ich denn dann? Das ist geskillt, hä? So wollte ich sie die ganze Zeit machen. Oh, jetzt hau ich hier vors Mikro. Ist bestimmt laut geworden. Ich hab den falschen genommen. Nee, echt? Gut, ich spiele jetzt mal eine Runde mit Mario. Oh nein. Kamel. Nein. Okay, das ist jetzt ein ganz schöner Insider, den wir hier gerade raushauen. Oh nein. Der lässt einen auch daher nicht in Ruhe. Das war jetzt ein ganz schöner Insider. Der war schon böse. Ach. Da ist nichts böse genug. Siehst du, der verleitet dich in die Lava zu springen. Ja. Das ist nur erlaubt. So. Ja, jetzt bin ich natürlich nicht groß und hab keinen. Oh, er ist tot. Oh, nicht lange. Hopp. Na komm, tauch auf, ich will dich abschießen. Toll, ausgerechnet hinter einem. Ich glaube, den hast du jetzt nicht getroffen. Nee, hab ich auch nicht. Hoppa! Luigi hat es bestimmt geschafft. Ja. Hätte ich auch. Ah, scheiß drauf. Hopp! Das war mir der Pilz wert. Schnell rein. Halt! Fast hätte ich es vergessen. Das ist eine böse Falle, ja. Ja. Feder. Seit gerade eben. Gameboy. Nee, ich glaube, das war im Super Nintendo auch so. Nein, da war ein Pilz, das weiß ich ganz genau. Oh. Will er da noch einen Pilz hinmachen, wenn er da eine Feder kriegen kann, ey? Meine Feder Assi ist für das hier. Ah, du bist auch Assi. Manchmal. Damit kann man ja nur die Skelette töten, mit einer Feder. Braucht man aber nicht.
Kannst du auch drauf hüpfen. Oh Junge, ey, gib dich doch mal was zufrieden. Nein. Da ist schon wieder eine Feder. Eigentlich will ich sie gar nicht. Da, jetzt bist du eine Feder los. Ein Klick. Tada! Der Kurs ist sauber. Ja, wenn du das R durch ein N ersetzt. Hm. Thank you. Mario und Luigi werden über den lächerlichen Lemmy Cooper in Festung Nummer 3. Aber ein Abenteuer wird immer schwieriger. Hast du schon den roten und den grünen Schalter gefunden? Ja, haben wir. Ja, den roten wolltest du erst gar nicht. Ja. Na. Ich würde sagen, damit haben wir einen Vanilladom durch. Hammer, hammer. Und wir machen dann beim nächsten Mal mit dieser komischen Brücke da weiter. Komischen Brücke? Ja, diese. Ich glaube Vanilla Bridge. Käsebrücke. Cheese Bridge, genau. Ja, genau. Mit der Käsebrücke machen wir beim nächsten Mal weiter und ja. Wir schmeißen uns weiter irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf. Richtig. Und ja, bis dahin. Tschüss. Wie lange haben wir jetzt gespielt?